Ey, du Lappen. Nicht du, der andere. Ist das nicht herrlich bunt? Sieht das nicht fantastisch aus? Ich denke ja. Hallo Freunde, willkommen zurück bei 97 Tech. Ich bin's Ronny. Heute schauen wir uns den One X Player Mini Pro an. Letztes Jahr haben wir den One S oder 1S getestet. Auch damals lag der Preis so ein bisschen was bei um die 1000 Euro, je nach Ausstattung. Auch das ist mit diesem Modell jetzt nicht anders. Ja, natürlich kann man jetzt direkt vorwegnehmen, ja, das Steam Deck ist in der größten Ausstattung für 677 Euro aktuell zu bekommen. Der hier hat aber ein bisschen mehr Leistung. Und vielleicht ist es ja für euch trotzdem quasi auch mit dem Windows 11, mit der Windows 11 Oberfläche und dem vielleicht flexiblen Wechseln der Betriebssysteme eine andere Alternative, wo ihr sagt, ja, ich habe da Bock drauf, ich mag Steam vielleicht nicht oder ich will die Oberfläche nicht. Dann habt ihr hier vielleicht eine Alternative. Genau, die schauen wir uns heute mal an. Also, ja, man sieht, es ist ein Handheld. Das lässt sich an der Optik schon erkennen, denn die Bedienelemente sind hier schon mit integriert. Das Ganze, wie gesagt, mit einer Windows-Oberfläche. Wir fangen mal bei den Anschlüssen auf der Oberseite an. An- und Ausknopf, Lautstärke, leiser, lauter, 3,5er Klinke, USB Typ C 4.0, sogar Thunderbolt 3 unterstützt. Das heißt, eine externe Grafikeinheit könntet ihr, wenn ihr sie vorhanden habt, auch mit anklemmen. Daneben gibt es noch einen vollwertigen USB-A-Port 3.0 auf der Unterseite ebenfalls nochmal einen zweiten USB-Typ-C-Port, auch 4.0. Auch hier könnte man drüber laden, wie auch an der Oberseite. Das liegt dann quasi an euch. Und auch hier könnte man theoretisch den als externer GPU mit verwenden. Ansonsten sieht man hier noch so ein paar Informationen, auch den Prozessor schon. Darum geht es jetzt aber gar nicht. An der Seite, ihr habt es vielleicht schon gesehen, liegen ja LED-Streifen vor, RGB, die ich selbst manuell anpassen kann. Und wenn mir das halt nicht gefällt, kann ich das natürlich ausschalten. Ich kann das jetzt quasi in fluktuierend machen, ich kann es statisch machen und wie gesagt auch einfach aus. Bedienelemente. Wir haben hier Analog-Sticks mit Hall-Sensoren. Das bedeutet, den Drift-Stick, den es vielleicht bei der Nintendo Switch gibt, also bei den Joy-Cons oder auch bei dem Steam Deck, den werdet ihr hier nicht bekommen, weil hier eine andere Technik drin ist. Das heißt, die sind dann auch sehr zuverlässig. Beim Steam Deck gibt es natürlich mittlerweile schon Tutorials, die man sich anschauen kann, wie man dann im Prinzip die Sticks austauscht gegen Hall-Sensoren. Ist hier schon mit vorgegeben. Ansonsten ein normales Digi-Kreuz, wie man das halt eben so kennt. Man hat die Bedienelemente, die normalen Tasten, die relativ eng beieinander liegen. Mich hat es persönlich beim Benutzen und Drücken der Tasten jetzt nicht gestört. Es gibt Leute, die sagen, okay, dann drücke ich statt ein immer zwei, ist mir nicht passiert. Man hat zusätzliche Bedienelemente für Windows, zum Beispiel, dass ich dann hier in den Homescreen oder zurück auf Windows komme oder in eine Art Taskmanager mit aufrufen kann. Ich kann eine Tastatur mit aufrufen. Viel spannender ist dahingegen die Integration des Game Centers. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein und dann im Prinzip nochmal eine andere Windows-Taste, ob die jetzt mit Funktion belegt sind oder nicht. Im Spiel braucht man das jetzt nicht so oft, ich zumindest nicht. Dann gibt es auf der Oberseite natürlich noch weitere Bedienelemente, die normalen Schultertasten und auch hier die analogen Schultertasten. Das heißt, für ein Rennspiel könnt ihr hier dann auch so ein bisschen gediegen Gas geben, also Vollgas oder nur so ein bisschen. Das funktioniert auch gut. Das vielleicht erstmal zu dem Äußeren. Was die Wertigkeit angeht, hat man hier eher so ein mattes Kunststoff genommen. Das fühlt sich vernünftig an, aber mit dem abgesetzten LED-Streifen wirkt es doch schon ein bisschen günstig. Und der kleine Nachteil hier an dem Gerät ist auch, man sieht halt sehr, sehr schnell die Fingerabdrücke auf dem Kunststoff. Das gilt natürlich auch für die Rückseite. Da habe ich jetzt mal nicht drüber geputzt. Da sieht man dann, wie es aussieht. Dann nochmal hier direkt der Hinweis, was für eine Hardware drin steckt. Auch dazu kommen wir nochmal. Und natürlich, das System ist aktiv belüftet. Und ja, man wird es hören. Das werdet ihr auch in diesem Video hören. Und im Prinzip geht es dann hier oben wieder raus mit der heißen Luft. Zum Display. Das ist ein 7 Zoll IPS Display mit 1920x1200 Bildpunkten mit einer Pixeldichte von 323 ppi. Das Ganze ist ein Touchscreen. Das ist für Windows okay. Ich finde es aber ja, semi gut. Ein anderes Betriebssystem würde es wahrscheinlich einfacher machen. Wenn ihr jetzt unter Windows nicht so viel konfiguriert, ist es nicht das Problem. Wollt ihr mehr machen, USB-Port, Maus und fertig die Geschichte, dann habt ihr das Problem, dass da so manche Punkte so schwer zu erreichen sind, nicht. Zur Helligkeit gibt es jetzt keine Angabe. Ich bin jetzt auch auf der vollen Helligkeit. Man kann es komplett runterdimmen. Ihr seht schon, ganz dunkel wird es nicht. Das könnte für den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen zu hell sein, wenn man in stockdunklen Räumen spielt. 60 Hertz, mehr wird hier natürlich nicht dargestellt. Wenn ihr über den USB-Typ C geht und dann entsprechende Hardware-Monitor oder Fernseher dran habt, könnt ihr natürlich auch eine höhere Bildwiederholfrequenz abrufen. Das Display habe ich jetzt mit der Rotationssperre versehen. Das bedeutet, wenn ihr
ihr irgendwie hochkant irgendwas zocken wollt oder auf den Kopf zocken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Ne? Also das Display unterstützt, ist jetzt eigentlich nicht zwingend notwendig. Ich habe es aber auch wieder ausgeschaltet, weil eigentlich brauche ich es nicht. Also ich klemme jetzt hier mal meinen Kabelnager an. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Maus angeklemmt. Ich könnte natürlich auch Bluetooth 5.1 benutzen. Übrigens WLAN 6 wird auch unterstützt. Aber ich will euch die Benchmarks zeigen und das macht sich dann halt einfach damit besser. Es gibt mehrere Versionen in der Ausstattung von 512 GB bis 2 TB NVMe. SSD-Festplatte, also M.2-Slot oder in der 2280er Größe, könnt ihr natürlich, je nachdem, was ihr investieren wollt, dann ausgeben. Wir haben jetzt hier eine 1-Terabyte-Version und das sind die Lese- und Schreibraten. 3410 MB beim Lesen und 2922 MB beim Schreiben. Es gibt natürlich schnellere Platten, ohne Frage. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr flott, das kann man schon mal sagen. Beim Kauf des Geräts habt ihr die Wahl zwischen 16 GB Arbeitsspeicher LPDDR5 RAM oder 32 GB Speicher. Der läuft mit 6400 MHz. Als Betriebssystem Windows 11, man sieht es glaube ich, die Home-Version, das kurz dazu. Von der Architektur her haben wir Zen 3 Plus Framework, das heißt, das Steam Deck benutzt Zen 2. Und die GPU ist eine Radeon 680M, die basiert auf RDNA 2, ist auch eine AI-GPU, also ist quasi, soweit ich das jetzt verstanden habe, relativ baugleich zu dem Steam Deck. Aufgrund des deutlich flotteren Prozessors haben wir hier aber trotzdem mehr Leistung und im Endeffekt dann natürlich auch mehr Grafikleistung. Grafikleistung, Firestrike 3D Mark 6647 Punkte. Unter Night Raid haben wir 25.132 Punkte und TimeSpy mal kurz als Schließer 2.653 Punkte. Damit könnt ihr das vielleicht ein bisschen einordnen. Wenn nicht, haben wir noch den Cinebench R23 und zwar haben wir dann 1.463 Punkte im Single Score. Und dann sieht man schon, dass es sich an die 11. Generation des Core i7 mit anheftet. Das ist schon mal die eine Einordnung und die andere. Da seht ihr schon, im Multicore-Bereich sind wir bei 10.745 Punkte und da ist dann der Threadripper 1059 mit 16.000 Punkten ein bisschen schneller. Darunter ist ein Core i9H, also ein Desktop-CPU. Also von der Leistung her kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Der eine oder andere wird sich jetzt gefragt haben, ja, und wie sieht denn das aus mit dem Steam Deck? So ein bisschen bin ich ja schon mit drauf eingegangen. Also in erster Linie sieht man schon mal, das Steam Deck ist schon noch ein Stückchen größer. Von der Dicke her ist auch das Steam Deck ein Hauch dicker. Wenn man das jetzt kurz nebeneinander halten, wirkt das jetzt vielleicht nicht so, aber im Gesamtaufbau ist das Steam Deck aufgrund der Griffmulden ein bisschen dicker. Hat aber den Vorteil, wir haben hier hinten noch ein paar Tasten, die ich dann in den Spielen benutzen kann und im Allgemeinen ist das System schon ein bisschen schmaler. Man sieht es ja auch dann quasi jetzt in der Seitenkamera, dass hier der ganze Kernaufbau dicker ist als beim Steam Deck. Vom Display her nimmt sich das jetzt dann aber eigentlich auch nichts, weil beide setzen auf einen 7 Zoll IPS Panel, wie gesagt hier oben in 1920x1200 Pixel und hier haben wir halt einfach 1280x720 oder 800 Pixel. Das heißt, hier haben wir nicht mehr Full HD. Das ist natürlich der Performance zugute kommend. Zen 3 Framework ist quasi hier oben bei einem One X Player Mini Pro und das Steam Deck selbst hat, wie gesagt, nochmal hier ein paar Touch-Bereiche, die ich benutzen kann, die mit Vibration hinterlegt sind und von der Haptik her sitzt es schon besser in der Hand, weil ich hier so kurze Wege habe. Dafür wird das Gerät aber breiter. TDP ist hier so bei 20 Watt plus minus, hier wie gesagt bei 30 Watt. Von der Akkulaufzeit, ja, da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein. Beim Steam Deck bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, guckt da gerne mal ein Review mit an. Aber auch hier ist es so, wenn ich hier so volle Granate alle Grafikdetails reinkloppe, dann ist hier nach einer Stunde, anderthalb Stunden Schluss. Das ist hier beim One X Player nicht anders. Wenn ich jetzt hier nur irgendwelche Social Media Dinge konsumiere, was ich damit wahrscheinlich nicht tun würde, dann könnte ich wahrscheinlich auf 4, 5, 6, 7 Stunden kommen. Im normalen Betrieb bin ich schon auf 4, 5 Stunden gekommen, habe ich dann aber gezockt und je nachdem wie die Auslastung war, lag ich dann halt eben nur bei einer Stunde, anderthalb Stunden und maximal habe ich so, ja, um die 4,5 Stunden rausholen können. Da ist das Steam Deck jetzt eigentlich auch nicht wirklich besser. Genau, das vielleicht nochmal kurz zu den Unterschieden. Grafik. Kenneth Run Crisis. Wir sehen hier gerade die Ultra-Details und das Ganze in einer 1920x1200 Pixel Auflösung. Und oben links seht ihr die Bilder pro Sekunde. Im Innenraum aktuell bei 46 Bilder. 50, 60, je nachdem, was man gerade nicht sieht. Je weniger man darstellt, desto schneller läuft es natürlich. Und wenn wir dann vor die Tür gehen, dann sieht es erstmal ziemlich gut aus und wir haben dann immer noch so, ne, 40 Bilder pro Sekunde. Oben links seht ihr auch den TDP, da, der ist jetzt gerade so bei 31, 32 Watt. Normalerweise ist er eigentlich auf 30 limitiert. Wenn ich das einstelle, der Boost kann wohl so bis 35 gehen. Bei so einem Spiel wie diesem Spiel, ja, da macht es Sinn, wenn man den auch voll auslastet. Das geht natürlich auch zur Akkuleistung. Da sage ich dann später aber noch was zu. Ansonsten seht ihr schon in der Aufnahme, das läuft einfach. Und damit kann man einfach sagen, ja,
It Can Run Crisis. Und das vernünftig. Ja, es ist nicht in 60 Bilder pro Sekunde und es wird eher so auf 30, 35 runtergehen. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt halt einfach vorstellt, das ist eine Handheld, ihr sitzt in der S-Bahn, U-Bahn, auf der Couch, auf dem Klo oder auf dem Gäste-WC, was weiß ich, ne, zockt dann einfach Crysis 2, die Maximum Edition in Full HD. Also was wollt ihr mehr? Ich finde das sehr, sehr spannend. Dann zu den Sticks, natürlich kann ich hier auch mit spielen und schießen. Und je nachdem, wie gut ich bin, kriege ich das hier eigentlich auch relativ vernünftig hin. Also da kann ich dann hier vernünftig zielen. Also bei schnellen Situationen kann es mal dazu kommen, dass es bei, je nachdem, was das für ein Spiel ist, dass man da halt mal ein bisschen daneben schießt. Aber Crysis ist eher gemächlich eingestellt jetzt hier im Setup von mir. Und da gibt es nichts zu meckern. Also da sieht man auch schon, ja, das steuert sich und läuft auch mit Action, ja, sehr flüssig. Das ist da, denke ich mal, schon ein ganz guter Start. So, Grand Theft Auto 5. Man sieht hier die Auflösung und was die Details angeht, habe ich soweit alles relativ hochgeschraubt. Hier oben sieht man ja quasi die Grafikspeicherauslastung. Ein bisschen Puffer haben wir noch. Also das heißt, man könnte hier bestimmt noch mal ein bisschen was mit optimieren. Und dann gehen wir mal mit dem krassen Dude einfach mal vor die Tür. Ja, speichern. So. Oben links sind jetzt immer noch irgendwelche blöden Menüs zu sehen, die jetzt das ganze Benchmark-Gedöns immer ein bisschen verdecken und die Tür kriege ich auch nicht auf. Auf jeden Fall in dieser Einstellung mit dieser Auflösung läuft dieses Spiel halt wirklich gut und sehr, sehr rund mit 60 Bildern. Es kann mal zu 55er Frame-Einbrüchen kommen, aber die 5, 6 FPS, die dann da irgendwie weniger sind als sonst, fallen jetzt nicht wirklich auf. Und das Ding läuft wirklich astrein. Also das macht Spaß. Gut, jetzt bin ich tatsächlich mal bei 46. Wie gesagt, wenn mich das stört und ich eine konstante Bildrate haben möchte, dann kann ich das natürlich in den Einstellungen noch ein bisschen anpassen. Also hier und da noch mal ein paar Grafikdetails rausnehmen. Grundsätzlich kann man aber sagen, in hohen Details läuft dieses Spiel in Full HD und das ziemlich gut. Ja, wobei, na klar, es ist schon ein bisschen älter, das kennt man jetzt, aber so, naja, wer GTA on the go irgendwie spielen will, zumindest in Story-Modus, der kann das tun. Online, da braucht ihr natürlich noch eine Online-Verbindung oder Anbindung. Das macht sich unterwegs vielleicht ein bisschen schwierig grundsätzlich, aber ja, läuft es. Keine harten Ruckler, kein nix. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden. Und wie gesagt, wem stört, der reduziert einfach noch ein bisschen die Grafikdetails. Ja, was haben wir denn hier? Doom Eternal. Und zwar mit Raytracing. Seht ihr die Spiegelung hier an der Treppe? Da komme ich gerade drauf zugelaufen. Ja, da sieht man das so ein bisschen. Wenn hier irgendwelche blutigen Pfützen sind, dann kann man hier auch so zum Teil mit reingucken. Und dann spiegelt sich das Ganze auch sehr, sehr interessant. Also man sieht es ja an dem grünen Schriftzug, der von hier oben irgendwo kommt. Wenn wir vor Scheiben rennen, wo ist denn hier eine? Da vorne war eine. Auch dann hat man die Figur als Spiegelung da drin. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber ey, wir haben einen Handheld, der das kann. Und das ist übrigens nicht das einzige Spiel, was mit Raytracing läuft. Nicht wie es beim Steam Deck aktuell der Fall ist, sondern ich kann hier auch ja jedes Spiel mit Raytracing spielen. Was die Performance angeht, ich habe jetzt ein bisschen das Ganze reduziert. Grafik. So, wir haben jetzt die Auflösung von 1440 mal 900 Bildpunkte. Also ein bisschen reduziert. Wenn ich jetzt auf 720p runtergehen würde, könnte ich hier noch ein paar Frames mehr rausholen. Hier unten steht auch Rendermodus aus und da ist Raytracing. Wenn ich das ausschalte, bin ich bei der Auflösung oder wenn ich es auf Full HD erhöhe, bei 60 Bildern pro Sekunde. Aber ich bin ja irgendwie so ein Freund von Techniken ausnutzen und wenn Raytracing angeboten wird, dann nutze ich das auch. Wir gehen jetzt mal in, hier muss runter. Wir gehen jetzt mal in so einen Kampf und gucken mal, ja, eigentlich läuft es. Ich kann es euch ja schon direkt vorwegnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt so zeigen dürfen. Ist ja so ein brutales Spiel. Wir sterben ja Monster. Ich mache das mal einfach so und hier schnell mal was reinwuppen da und dann seht ihr schon auf jeden Fall, dass das läuft. Wenn nicht, kriegt ihr eins vor die Nase. Hier und da kann es mal auf 22 Frames runterdroppen, wenn man zu nah dran ist an dem Geschehen, also bei so einem Close Kill. Grundsätzlich läuft das Ding aber sonst eigentlich rock solid, würde ich behaupten. Mit 30 Bildern bin ich persönlich bei der Action zufrieden. Diejenigen, die sagen, ich brauche mehr Ballett vor der Nase, ja gut, die müssen halt die Details halt reduzieren oder auf Raytracing verzichten. Es ist halt immer noch relativ rechenintensiv. Und hinten hat man auch gerade die Reflexion auf dem Boden gesehen. Da sieht man nochmal ein bisschen die Spiegelung, also quasi, was sich da hinten abdrückt. Also sieht man in dem einen oder anderen Levelstück ein bisschen besser. Wo es auch ein bisschen mit auffällt, ist, wenn man sich den Lauf der Waffe jetzt anguckt, wie hier quasi die Umgebung sich auch mal so ein bisschen drin spiegelt. Auch das ist so ein schönes Detail, was das Raytracing angeht. Aber wie gesagt, Doom Eternal läuft auch damit und das finde ich schon ein bisschen geil. So, ein etwas älteres Spiel, aber in modernen Gewand. Quake 2 RTX. Auch das kann man spielen und ihr seht, glaube ich, schon den Unterschied zum Original. Also auch Schattenwürfe, die jetzt gerade nicht von mir vorhanden sind, aber von Gegnern durchaus da sind.
plus die Reflexion, was im Prinzip Raytracing auch ausmacht. Das Ganze ist jetzt relativ dunkel, ist auch irgendwie so ein kleiner Fehler im Spiel, glaube ich, noch so ein bisschen. Ansonsten läuft das natürlich auch sehr gut. Ich habe hier aber die ein oder andere Einstellung machen müssen, damit es dann halt auch so läuft mit 30, 35, 40 Bilder pro Sekunde. Womit ich wiederum, aber muss ich jetzt auch sagen, wir reden immer noch von einem Handheld, sehr, sehr zufrieden bin, weil ich habe zum Beispiel noch eine 1070 zu Hause in meinem PC und da ist von Raytracing irgendwie gar nichts zu sehen. Das kann das Ding gar nicht. Und das Ding wuppt hier einfach mal meinen PC zu Hause weg. So, hier haben wir auch wunderschöne, lecker Spiegelungen in Echtzeit von der Umgebung und Schüsse und Co. werden, glaube ich, auch so ein bisschen mitgespiegelt. Also ich glaube, ihr seht schon, das ist ganz, ganz nice und ein Leckerbissen für den Grafikenthusiasten, der auch irgendwie auf ältere Spiele Bock hat. Was habe ich jetzt eingestellt? Und zwar Resolution Scaling Option ist an und wir haben 50 Bilder als Ziel und die Auflösung ist quasi um die Hälfte reduziert. Das heißt, im Kern ist es jetzt eigentlich nur eine 720p Darstellung. Man sieht es natürlich auch, dass es dann halt nicht mehr ganz so sauber aussieht. Aber in dem Fall, sag ich mal, kann man ja mal ein Auge zudrücken, wenn man sagt, ja, die Effekte und so weiter und das Ganze drumherum, das will ich genießen. Dann geht man das schon mal in Kauf, würde ich behaupten. Es handelt sich ja um ein Betriebssystem, das Windows 11 sich bezeichnet. Ich kann auch in das BIOS kommen. Wenn ich das Gerät aushabe, den orangenen Button halte und ich glaube die Plus-Taste war es und dann boote, komme ich in ein Boot-Menü. Dort kann ich, unter Windows ist es natürlich nicht so, dort kann ich dann auch quasi eine andere Partition auswählen. Das heißt, wer Batocera booten möchte, kann das tun. Wobei da gibt es noch ein Problem, dass quasi das Ganze nur auf so einem Drittelbildschirm ist. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal unter Windows. Ich nehme jetzt hier Retrobat, schließe das per USB-Datenträger einfach an. Das ist jetzt halt, wie gesagt, beim letzten Mal war es ja auch schon eine externe Festplatte. Ihr könnt auch einen USB-Stick nehmen oder irgendwas in die Richtung. Was es leider nicht gibt, ist ein Micro-SD-Slot. Das gibt es leider nicht. So funktioniert es nicht. Aber Retrobat ist halt auch eine schöne Alternative für Windows, die mir eine ähnliche Oberfläche gibt, wie ich sie unter Batocera Linux auch bekomme. Vorteil unter Windows ist natürlich, ich habe teilweise bessere und aktuellere Emulationen. Zum Beispiel Xbox 360 oder ähnliches, beziehungsweise Batocera wird ja nicht immer so schnell geupdatet, wie es halt eben im Prinzip die Emulatorenhersteller machen. So, auf die ganzen 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit Emulationen wie NES, Super Nintendo und Co. und N64 verzichte ich einfach. Ich kann eigentlich auch auf GameCube verzichten, mache ich aber nicht. Interne Auflösung machen wir mal einfach Full HD mal 3 und auf geht's. Wir haben hier F-Zero GX und da oben seht ihr natürlich die Bilder genauso wie hier. Der Verbrauch TDP liegt jetzt bei 13 Watt. Ihr könntet das Ganze auch limitieren, es passiert aber eigentlich automatisch. Ansonsten, wie gesagt, einfach hier so hingehen, 15, 16 Watt kann man ja einstellen. Was ich euch auch nicht gezeigt habe, ist ja natürlich das mit dem Licht. Einfach anklicken und schon leuchtet's oder nicht. Könnt ihr da machen, was ihr wollt. Praktisch ist natürlich auch, wenn ich die Auflösung instant verändern will, dann kann ich das auch tun. Ich brauche da bloß draufdrücken und dann reduziert sich alles direkt unter Windows. Also sehr, sehr komfortabel. Lautstärke, Helligkeit und so weiter habe ich schon gezeigt. Zur Not auch den Lüfter. Knopfdruck und das Ding ist wieder weg. Ich gehe jetzt nicht ins Spiel rein. Ich glaube, ihr seht schon GameCube und eine dreifache Auflösung, also Full HD mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde. Das schon im Intro, weil selbst da ruckelt das zum Beispiel schwächeren System auch schon immer. Das spricht eigentlich schon Bände. Wir gehen lieber zu anderen Dingen, die ein bisschen mehr brauchen. Gucken, ob das auch in Full HD läuft. Das habe ich tatsächlich in der Auflösung noch nicht probiert. Wir befinden uns auf der Wii, Nintendo Wii-Konsole. Das Ganze ist hier Mario Kart. Wir haben alle Gegner drin und ich fahre jetzt hier gerade mit 60 Bildern pro Sekunde durch die Kante. Und das in Full HD-Auflösung. Also deutlich höher, als das die Originalkonsole konnte. Und das ist auch super rock solid und stabil. Gibt es auch gar keine Probleme. Den Wii Game Kalender kann ich hier quasi auch von oben nach unten durchspielen und sollte eigentlich gar keine Probleme geben. Falls, wenn doch mal, dann einfach mal eine Auflösungsstufe runter reduzieren und dann passt das. Also ich glaube, das zeigt schon, das System hat schon ein bisschen Bums. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge auf der Wii U. Das Ganze mit einem TDP von jetzt 15 Watt oder sowas eingestellt. Das heißt, wenn es nicht ganz laufen sollte, dann kann ich das nochmal ein bisschen durch das Erhöhen des TDPs ausgleichen. Ansonsten läuft dieses Spiel auch absolut knuffig, fluffig mit seinen 60 Bildern pro Sekunde. Ich renne es hier einfach wieder durch, weil einfach mal das Ding auch hier Körperteile dezent darstellt. Das wollen wir jetzt hier nicht. Und es soll halt einfach nur zeigen, wie gut denn die Emulation läuft. Mario Kart 8 läuft natürlich auch. Ich glaube, das brauche ich nicht zeigen. Das ist halt eins der Spiele, die halt sehr, sehr gut laufen auf der Wii und in den Emulationen. Und Razor's Edge hier eben nicht immer. Und hier ist es halt auch sehr flüssig.
Im Übrigen gibt es hier auch nette Vibrationen im System. Habt ihr es ja vielleicht gesehen, wenn ich hier den Knopf gedrückt habe, dass man das auch so mit einstellen kann. Die ist auch ganz angenehm eigentlich. Gefühlt kommt sie aber jetzt nicht an das Steam Deck ran. So, jetzt muss ich ja doch mal TDP ein bisschen erhöhen. Machen wir mal 20 Watt. Ich mache mal 60 hier, volle Pfund hier, 28, 30 und dann, was ist jetzt los? Vorne liegt das mit 60 Bilder pro Sekunde. Kann natürlich jetzt auch an meiner langsamen SSD hier liegen. Aber Nintendo Wii U läuft eigentlich auch super flüssig und kann auch mit den 60 Bildern gespielt werden. Unter Windows nicht immer ganz so geil wie unter Batocera zum Beispiel. Da haben wir jetzt die 60 Bilder wieder. Unter Batocera habe ich teilweise einfach eine bessere Performance von dem Emulator unter Linux. Windows stellt sich da bei mir immer ein bisschen mit an, gerade über die Geschichte hier mit der SSD. Aber durchweg, ich kann in der Full-HD-Auflösung, die hier die Konsole im Docked-Modus dann anbietet, auch das Ganze flüssig spielen. Hier und da gibt es mal einen kurzen Shader-Cache-Speicherung, das heißt, da speichert er quasi ein paar Effekte ab und danach ruft er sie ab und dann läuft es auch deutlich besser. Und die 60 Bilder habe ich hier eigentlich relativ konstant. Wie gesagt, mit dem System manchmal schwankt es ein bisschen. Ist ja auch noch alles nicht final. So, dann sind wir in Resistance 2 auf der PlayStation 3 in 720p. Das ist auch eins der Spiele, die mit schwieriger zu emulieren sind. Selbst in der Full-HD-Darstellung komme ich auf die gleichen Bilder pro Sekunde. Das hatte ich jetzt eigentlich wieder rausgenommen. Das mag jetzt vielleicht nicht ganz so flüssig wirken, aber ist halt, wie gesagt, so nicht jedes PlayStation 3 Spiel, upsala, das ging aber schnell, kann man flüssig spielen, aber viele davon, ja. Das ist halt eins, was schwieriger zu emulieren ist, aber auch das, finde ich, ist im spielbaren Rahmen. Wenn ich jetzt hier irgendwas wie Tekken, Street Fighter oder Resistance 1 spiele oder so, die laufen natürlich dann einen Hauch besser, deutlich besser meine ich. Resistance 2 ist halt so ein kleines Paradebeispiel, dass auch hier die Systemleistung nicht ganz ausschlagkräftig oder aussagekräftig ist für das, was man final bekommt. Killzone 3 zum Beispiel bleibt weiterhin unspielbar auf dem System oder allgemein, weil die Emulation halt äußerst schwierig durchzuführen ist, da braucht man einen High-End-Rechner. Das kann das Gerät hier natürlich nicht stemmen. Hier sieht man dann aber halt so eigentlich durchweg so 25 bis 30 Bilder pro Sekunde, ein paar Grafikfehler inklusive, aber grundsätzlich läuft's und ja, eben mobil, das ist schon ganz geil. Gears of War Judgment, ein Xbox 360 Titel, bestens spielbar unter Windows, unter Linux, Batocera laufen die Teile noch gar nicht. Das heißt, Vorteil Windows hier, ne, dass die Xbox 360 Emulation schon vernünftig läuft. Allerdings ist sie noch sehr, sehr widerspenstig und hat hier und da Grafikfehler, beziehungsweise die Performance ist auch noch nicht erhaben. Die Gears of War Teile kann ich dann zum Beispiel allesamt eigentlich sehr gut spielen unter Windows. Wenn der Emulator mitmacht, wie gesagt, das ist noch eine Version, eine frühe Version, die halt viele, viele Probleme hat und kaum Kompatibilität hat, aber es läuft. Es sieht nicht unbedingt immer so gut aus wie an der Konsole, würde ich behaupten. Das mag an der Emulation selbst liegen. Einen PC-Port dieser Spiele gibt es leider nicht. Aber unter Windows, wie gesagt, lässt sich das halt zocken. Und ich finde das schon gigantisch. Und das soll dann auch quasi das Schlusswort sein für die Emulationsgeschichte, die wir jetzt hier einfach mal durchgerissen haben. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Ihr habt es wahrscheinlich die ganze Zeit schon gehört. Ein relativ kleiner, großer Nachteil ist der Lüfter. Der ist halt irgendwie unter Volllast immer zu hören. Da ist das Steam Deck halt einfach ein Stückchen leiser. Was jetzt die Performance angeht, könnt ihr das, die einen Steam Deck zu Hause besitzen, vielleicht schon ein bisschen besser einordnen als ich, weil ich benutze das Steam Deck nicht. Das ist vom Kai. Ich habe es bloß mal mitgebracht für das oder mitbringen lassen für das Video. Grundprinzip haben wir hier halt eine neuere AMD Ryzen-Technologie, also die Zen 3 Framework-Geschichte. Die GPU basiert irgendwo so noch mehr oder weniger auf dem gleichen. Trotzdem kommen wir hier besser hin. Das heißt, viele Titel kann ich in Full HD spielen. Ich kann natürlich auch oft volle Details nehmen, je nach Spiel, was ich zocke. Wenn das nicht der Fall ist, dann reduziere ich das einfach. Wenn ich volle Details haben möchte, dann reduziere ich die Auflösung einfach. Wobei halt dann der Vorteil des Full HD Displays gegenüber des Steam Decks mit dem 720p Display dann halt nicht mehr gegeben ist. Von der Leistung her haben wir hier mehr Leistung. Es ist jetzt aber nicht 100 oder 50% mehr, eher so, ich sage jetzt mal 20, 25 vielleicht, je nach Spiel mit 30%. Wo man ein bisschen von profitieren kann, dass der Prozessor schneller ist, ist mit der Raytracing-Darstellung. Aber das ist immer noch so ein absoluter Systemfresser. Ansonsten haben wir einen Standard-Layout. Beim Steam Deck selbst gibt es, wie gesagt, den einen oder anderen Tastenbereich auf der Rückseite oder von den Analog-Sticks, die hier nochmal so einen Kontaktsensor irgendwie was drin haben. Oder die Touch-Bereiche, die dann nochmal eine etwas bessere Bedienung bieten. Auch das System, das Steam OS, ist besser als Windows, das muss man einfach sagen. Wenn man aber so Emulationsgeschichten laufen lassen will, ist es auf dem Steam Deck auch alles möglich, aber man muss es eher, finde ich, umständlicher installieren. Das geht unter Windows einfach einfacher, man ist immer aktueller, was dieses Software-Stückchen angeht und die Kompatibilität, wie mit dem Xbox 360 Emulator geschildert, ist hier unter Windows einfach besser.
Preislich, die große Version, wie gesagt, 677 Euro waren es, glaube ich. Hier liegen wir halt bei der normalen 512 mit 16 GB Arbeitsspeicherversion schon bei 1000 Euro. Steam hat halt den Vorteil, die können mit dem Verkauf der Spiele quasi das wieder ein bisschen kaschieren, was sie an Hardware, an, ich sag mal, zum Einkaufspreis rausgeben. Das kann so ein One-X-Player, kann das nicht. Die verkaufen keine Spiele, die haben auch kein Repertoire in der Richtung. Die verkaufen halt die Hardware. Und wie jeder Notebook-Hersteller wollen die natürlich mit der Hardware Geld verdienen, damit sie die nächsten Generationen wieder mit finanzieren können. Das ist auch hier der Fall und entsprechend werden jetzt viele sagen, ja, aber ist ja, kostet aber, ist mir zu teuer, kann ich verstehen. Wer jetzt aber keinen Bock auf Steam Deck hat oder sagt, ich will ein bisschen mehr Leistung haben und ich will auch eine mehr Festplattenspeicher haben, bis zu 2 Terabyte sind möglich. Man kann es mit Sicherheit auch aufschrauben und austauschen, die 2280er. Ich habe da jetzt aber nicht ins Gerät reinguckt, aber wie gesagt, beim Steam Deck ist bei 512 GB Schluss. Hier, wie gesagt, können wir bis zu 1-2 Terabyte uns kaufen, aber bei 2 Terabyte liegen wir dann auch mit 32 GB Arbeitsspeicher mal eben bei 1500 Euro. Das ist ja schon ein halber Gaming-PC, wobei dann die Leistung dem nicht mehr gerecht wird. Was hat mich gestört? Eigentlich nur der laute Lüfter. Die Akkulaufzeit, die halt im schlimmsten Fall bei gerade mal einer Stunde liegen kann, wenn ich das Ding voll ausreize. Im Idealfall so bei 2,5, 3 bis 4 Stunden bei seichter Nutzung. Wenn man den TDP auch auf 10 Watt runterregelt, dann kann man natürlich, verbraucht man weniger Energie. Und wenn man die LEDs auslässt, natürlich auch. Mit einer Powerbank und 65 Watt Laden, Power Delivery, könnt ihr das Ding auch unterwegs beladen. Also ich sag mal, Alternativen findet man da schon. So eine Nintendo Switch hat deutlich weniger Leistung, kostet ja natürlich auch deutlich weniger, so ist es nicht. Die Spiele kosten aber auch alle Geld. Hier habt ihr halt einfach die ganze Oberfläche, könnt halt auf alle eure Steam-Services und Bibliotheken zugreifen, die es so unter Windows gibt und da habt ihr dann 1 Milliarde Trillion Spiele, Pile of Shame lässt grüßen und die könnt ihr hier theoretisch alle online, offline und unterwegs zocken. Einen Offline-Modus bei Steam gibt es ja auch. Display dürfte gerne ein bisschen heller sein, Display dürfte auch gerne nicht so dolle spiegeln, wie es dann teilweise der Fall ist. Guckt man drauf und sitzt davor, geht es, aber ist man im Außenbereich, hat eine Lampe irgendwo, dann spiegelt das und dann sieht man manchmal schon in dunklen Bereichen nicht mehr so viel. Ansonsten der TDP 28 Watt wird gar nicht oder 30 Watt wird gar nicht immer so oft benutzt. Kann man halt auch reduzieren und Spiele wie Forza Horizon 5 zum Beispiel laufen wirklich fluffig in hohen Details mit 60 Bildern pro Sekunde. Und wenn mir das nicht passt, reduziere ich den TDP oder reduziere die Auflösung und, und. Also ich habe da ein bisschen Variationsmöglichkeiten. Und dann kann ich auch mit der Akkuleistung mal hier und da ein bisschen länger mit hinkommen. Aber grundsätzlich ist das halt immer noch so das K.O.-Kriterium bei all den ganzen Handhelds. Die sind halt einfach von der Laufzeit nicht so wahnsinnig lang. Kann man jetzt erstmal momentan nicht ändern, das ist momentan so. Ansonsten, ja, die Displayränder sind bei beiden Geräten relativ groß, habe ich vorhin schon gesagt. Hätte man auch ein bisschen anders designen können. Aber ansonsten bin ich mit dem Gerät schon super zufrieden, gerade wegen der Integration des Game Centers, wo ich die Auflösung ändern kann, wo ich dann TDP ändern kann und alles schnell einstellen kann, auch Lüfterlautstärke oder Lüftergeschwindigkeit oder die LEDs. Ich finde es sehr gut umgesetzt. Es ist nicht ganz so versteckt wie hier mit dem Steam-Menüs, wo ich dann 3 Menüs durchklicken muss, bis ich dann irgendwie beim TDP bin oder irgendwas begrenzen kann oder. Das geht hier einfach schneller. Ist halt dann wieder ja, der Vorteil von Windows vielleicht oder die haben sich da einfach ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja? Aber Windows ist halt auch nicht die geilste Oberfläche zum Zocken. Ich finde halt das Steam OS tatsächlich da ein bisschen komfortabler, weil es halt einfach wirklich aufs Zocken ausgelegt ist. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass es immer so ein leichtes Screen-Tearing gab, aber nicht horizontal, sondern vertikal, weil das Display quasi verkehrt rum eingebaut ist. Mit V-Sync kann man das natürlich regeln und dann hat man dieses Bildzerren, was von oben nach unten durchläuft. Gerade bei schnellen Spielen wie GTA, wenn man nach links und rechts schaut, kann man dann mit deaktivieren. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen. Wem es nicht aufgefallen ist, dann ist alles gut. Das sei nochmal an dieser Stelle gesagt. So, jetzt bin ich aber durch. Ist, glaube ich, lang genug geworden. Und wer jetzt Bock hat, 1000 Euro zu investieren, der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir packen euch den Link zum Steam Deck mit rein. Nein, machen wir auch nicht. Egal. Guckt in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock drauf habt. Gebt ein paar Kommentare ab, was ihr davon haltet, ob ihr die Vorgänge habt, ob euch das Steam Deck ausreicht, ob ihr andere Alternativen habt, die vielleicht günstiger sind und mehr Leistung offerieren. Wobei ich das im Handheld-Bereich jetzt momentan nicht ganz so glaube. Da sind die alle irgendwie auf dem gleichen Preisbasis. Wenn ihr vielleicht den Mini Pro schon zu Hause habt, könnt ihr auch gerne mal eure Laufleistung schildern oder was ihr damit zockt, wie lange ihr hinkommt. Ja, genug gefaselt, ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.